Hierher kamen die Töpfer aus dem schlesischen Bunzlau mit ihren Kannen, es kamen die Glasbläser aus den Sudeten mit ihren bunten Kugeln und es brachten die Erzgebirgler ihr handgedrehtes Spielzeug. Heute wird vor und im ehemaligen Armeemuseum in der Dresdner Neustadt ein Markt abgehalten, bei dem nur noch der Name und ein paar Tannenbäume an Weihnachten erinnern. Das Große und Schöne ist, dass sich das Volk selbst seine wahrhaft menschliche Ordnung schafft. Diese menschliche Ordnung ist der Sozialismus. Das ist ein Zitat Walter Ulbrichts. Papptransparente mit diesen Aufschriften und Schaukästen müssen die Lebkuchenherzen aus Pulsnitz, die Räuchermänner und Lichtknappen und die drolligen Pflaumentoffel ersetzen. Nicht anders sieht es in Ost-Berlin in diesem Jahr zu Weihnachten aus. An der Stelle, wo früher das Schloss stand, auf dem heutigen Marx-Engels-Platz, ist ein sozialistischer Weihnachtsmarkt aufgebaut. Aus einem Riesenrad kann man den Rummel sogar von oben sehen. Sandwiches steht an einer Brötchenbude, um internationales Niveau vorzugaukeln. Plakate über den 7-Jahr-Plan und zum ersten Mal Spielzeug in größerer Auswahl. Kinderbücher, über die nachher noch zu sprechen sein wird. Und Musik. Viel Musik gibt es auf dem sozialistischen Marx-Engels-Markt. Kinder müssen der Weihnacht einen Marsch blasen.